Na gut, let's go. Ich habe noch nie gemacht, aber ich denke, die Dungeon mal zu sehen, bevor man den Plus macht, ist ganz gut, oder? Okay, machen hier einen kleinen Pool. Ich weiß gar nicht, wer der Tank ist. Ich glaube, der Krieger, oder? Nee. Ah, der Paladin. Oh, kleiner Leck. Mal Shockwave, damit er nicht casten kann, der Lümmel. Ich gehe jetzt nur auf den, ich weiß gar nicht, ob es richtig ist. Das Ding ist irgendwie, Krieger ist immer geil, so für alle 90 Sekunden. Ballert Krieger richtig rein. Von daher musst du wieder warten. Kannst irgendwie und bist dann so ein bisschen starved. Aber ich glaube, es wird besser mit Equip, wenn du mehr Tempo hast und sowas. Mein Tempo ist schon sehr gering aktuell. So, holy. Okay, Shadowlands gefällt mir wirklich sehr gut, die Gebiete. Was ist mit dem denn los? Und das scheint ein Boss zu sein, oder? Festknochen? Ja, steht hier. Ausweichen ist ein Pronto, so wie es scheint. Und dann kommt der Kram raus und lädst du mal rein. Da ist er, gestern ein bisschen weg. Stehe ich im Gas nehmen? Kommt der Frontal wieder? Der geht auf mich. Okay, den Frontal muss ich auch wegdrehen, I guess. Müssen wir in den Plus drauf achten dann. Das Ding glaube ich kurz zum Ende erst wieder raus und kann wieder rangehen. Da muss man gerade die Maden, die explodiert sind, oder? What the heck ist Sturmernten, Leute? Der macht super viel Schaden mit Sturmernten. Hm? Hab ich Sturmernten auch? Oh, ich hab's auch. Aber warum macht der so viel mehr damit, frage ich mich. Er hat das Doppelte mit Sturmernten gemacht. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Ich stehe irgendwie im Mist gerade drin. Noch vorbei. Also irgendwas spielt er viel, viel besser. Weil der hat schlechteres Gear als ich, glaube ich. Er macht viel mehr Schaden, ne? Na gut, so viel schlechter ist es nicht. Jetzt gehen wir außen rum. Skelettmarode. Ja, das kann ich aber wegmachen. Das ist ziemlich.
Ja, das ist auch nicht der Boss. Der macht aber so eine Bombe. Der macht aber viele Menschen. Danke für den Follow Mike. Ist das der Boss? Der macht auf jeden Fall eine Menge Damage. Mich fast getötet mit dem Mist. Aber ist auch so ein, eigentlich so ein dicker AOE, da läuft es eigentlich nicht rein, oder? Nö, nee, es war kein Boss. Krass. Lohnt es noch SOD zu spielen? Ich denke schon, ja. Du kannst auf jeden Fall ein gutes halbes Jahr noch Spaß haben damit. Und vor allem jetzt mit dem Serverzusammenschluss hast du eigentlich auch genug Spieler. Jo, gerne, gerne. Also Living Flame oder Wildgrove würde ich gehen. Je nachdem, ob du PvP oder PvE willst. Ne? Okay, die können wir auf jeden Fall kicken, die Fears. Gut. Auch kicken. Aber auch kicken, wunderbar. Wie checken die, dass der so viel mehr Damage macht, Leute? Ich muss ja alles falsch drücken, meine Fähigkeiten. Ich muss aber nicht jede Fähigkeit falsch drücken, ne? Verzaubert. Geweihter Umhang. Dann hat er sich hergestellt, okay. Hey, hallo Hype. Die meisten deutschsprachigen ist egal. Beides gleich. Ich werde nur darauf achten, willst du PvE spielen oder PvP? Na, deutsche Server oder so gibt's nicht. Weil wir haben erst einen Boss gemacht. Ihr verwehrt mir den Himmel? Schon langer Dungeon dann, ne? Ich genauso. Jo, guter Speer. Was? Närrisches Paragon. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Zwecklos. Meine Diener. Warte mal kurz auf, dass sie alle hier sind, dann ziehe ich mein AOE. Nekrotisch auch scheint ein Frontal zu sein, oder ne, er dreht sich im Kreis. Der hat doch sicher noch eine zweite Phase gleich, oder? Guter Bladestorm hier. Nö. Hosen. Oh, ich habe schon Hosen. Meine sind besser, ne? Ich meine, die kann ich schnell upgraden, aber meine haben Tempo Mastery drauf. Do you need legs? Nö, kann ich ihm geben. No. You can have them. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Weil meine sind das gleiche Item-Level und updaten werde ich die eh nicht. Wenn jemand anderes die braucht, kann er die haben. Der meinte, der will die.
Wo sind wir hier denn? Chirurg Fleischnaht. Erinnere mich ein bisschen an den Professor aus ICC. So ganz bisschen. Den Professor Pike fand ich auch immer echt übel, muss ich sagen. Beim Apazi war der schon ein dickes Brett. Haus sollte reichen. Genau. Ich meine, die Mobs sind down, da brauche ich nicht mehr CDs zum jetzt. Kommt, meine Assistenten. Bei dem pumpe ich aber direkt rein. Mit Full CDs und gib ihm. Oh, warte, wer bist du denn? Ist auf jeden Fall nicht der Boss. Bald bei Where My Guests muss ich einfach so gehen. Ah, der Tank fängt das ab. Okay. Guck mal, es sind so viele Dinge, die ein Tank einfach wissen muss. Welcher Tank wird jetzt gestorben? Weil ich ziemlich sicher nicht abgefangen hätte. Jo, Mike, danke für den Prime Sub. Vielen lieben Dank. Okay, den Healer hat er gewone-shottet. Ne, den. Wieso ist der Warrior als Healer eingetragen? Warum ist hier der Warrior als Healer drin? Irgendwie verwirrend. Da kam der Subfinal. Dieses Krankheitsspucken scheint so ein Ding zu sein, musst du weggehen. Weil da eine Fläche drunter kommt. Ja, da hätte ich zum Beispiel weiter rausrennen müssen, I guess. Da hätte er den Wurm nicht wegziehen müssen, ne? Ja, weil es kommt noch ein Mob von denen. Arrow to Boss. Bloodlust. Oh, cool. Na, ich habe leider CDs leider schon geused. Aber wissen wir nächstes Mal, wenn wir... wir müssen hier die CDs aufsparen, bis der Boss runtergezogen wird. Geh zu Boss. Ich glaube, ist egal, oder? Nee, warte. Irgendwas hätte ich machen sollen. Ne? Also irgendwie hätte ich diesen Fleischhaken noch werfen müssen. Ne? Weil der ist jetzt wieder oben. Jetzt müssen wir wieder runterziehen, okay. Und dann will man den in einer Phase wahrscheinlich töten.
Ah, okay, man hat hier einen Timer. 20 Sekunden Flucht. Und den Mituki jetzt auf ihn, resettet das den? Ne, ich glaube nicht. Ersatzfleisch an. Oh, ein Lich. Cool. No idea, was wir machen müssen hier. Aber gib ihm. Okay, dann müssen wir rauslaufen. Ich kann das vielleicht auch wegmachen mit dem Blätzum oder so. Ne? Also die müssen dann von mir wegrennen anscheinend. Kann ich das selber entfernen? Oh, ich kann es wegchargen, das Ding. I see. Ich kann es wegcharten, weil Charge ja mein CC bricht. Nice to know. Ich krieg da nur ein bisschen Damage anscheinend. Okay, jetzt hat er es direkt gecountert, glaube ich, mit... mit hier... mit Freedom, ne? Medenhagel kommt wieder. Wie geht's? Na gut, das ging ja. Ein Ring war noch drin. Fand ich cool, den Dungeon. Hat mir gut gefallen. 20 Minuten bist auch relativ schnell durch. Ne?